Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zur Vorlesung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Das ist eine Vorlesung aus dem Bachelorstudiengang Informatik an der Universität Paderborn. Und wie ihr hier seht, ich bin nicht an der Universität Paderborn. Ich bin, wie im Moment alle, im Homeoffice. Wir sind in unserem Corona-Semester, in dem alles digital sein muss. Und ich habe jetzt mir gedacht, ich nehme mal das zur Gelegenheit und stelle die Inhalte, die ich jetzt sowieso als Video ja produzieren muss, auch im Internet mal bereit, öffentlich bereit, und zwar hier auf YouTube. Studierende haben an dieser Stelle ein längeres Video gesehen, wo ich lang und breit erkläre, was es mit Klausuren auf sich hat, was Übungsblätter sind, wie wir Tutorien machen, wie sie mit mir in Kontakt treten können, wenn sie Fragen haben. Das sind größtenteils universitätsinterne und da habe ich mir gedacht, naja, das brauchen wir jetzt hier nicht bei YouTube, das interessiert keinen, da hat keiner wirklich großen Nutzen davon. Deswegen habe ich mir eine kürzere Variante ausgedacht, ganz kurze Einführung nur, was das eigentlich hier soll und worum es eigentlich gehen soll. Und alles Inhaltliche kommt dann sowieso in den nächsten Vorlesungen. Kurz einmal zwei, drei Worte zu mir. Mein Name ist Felix Winkelkemper. Meine E-Mail-Adresse steht hier, falls von euch jemand mit mir in Kontakt treten möchte. Ich bin Mitarbeiter der Fachgruppe Didaktik der Informatik an der Universität Paderborn, also einer Fachgruppe, die sich darum kümmert, Informatiklehrer auszubilden und vor allen Dingen auch zum Ziel hat, zu überlegen, was man eigentlich ausbildet, wie man eigentlich ausbildet. Also so diese Frage, was ist eigentlich Informatik? Und was ist das hier mit diesen ganzen Computern und was sollte man davon wissen? Muss man sich die Algorithmen angucken? Sollte man sich die Oberflächen angucken? Was ist das? Was hat das damit alles auf sich? Das sind so Fragestellungen, die uns umtreiben. Das ist aber weniger Thema in dieser Vorlesung. Denn die ist entstanden schon aus der Zeit vorher. Ich war jahrelang Mitarbeiter in der Fachgruppe Kontextuelle Informatik, hieß früher auch mal Informatik und Gesellschaft. Und in dem Rahmen ist diese Vorlesung, die das Thema Software-Ergonomie hat, entstanden. Jahrelang hat sie mein ehemaliger Chef gelesen, Professor Dr. Reinhard Keil, und dann in den letzten Jahren habe ich die Vorlesung übernommen. Sowohl er als auch ich, wir beide sind momentan noch dabei, das Ganze als Buch aufzuschreiben, dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Ich habe schon gesagt, die Software-Ergonomie, unsere Software- und Software-Ergonomie-Ansätze bauen wir momentan oder schreiben wir momentan auch als Buch. Das Ganze gibt es momentan in einer vorläufigen Version. Hier ist sie ohne diesen Fleck, die ist in der Version nicht drin, habe ich selbst da reingebaut. Und naja, ist noch nicht ganz fertig. Es ist größtenteils fertig. Man kann es gut lesen, glaube ich zumindest, dass man es gut lesen kann. Bilder sind alle drin, Beispiele sind gut beschrieben. Aber es gibt so Textstellen, da ist es holprig. Hammer, Sätze, zwei Verben, wie man das so kennt, wenn man lange Texte schreibt und schreibt die häufig um. Es gibt manchmal Bilder, die überlappen sich oder sind nicht in der richtigen Größe. Es ist also noch nicht ganz fertig. Wir sind in letzten Phasen der Korrektur. Das kann aber durchaus auch ein bisschen dauern bei so einem dicken Buch. Wenn von euch jemand da Interesse daran hat an diesem Buch, dann könnt ihr dieses Buch käuflich erwerben. Und zwar unter der hier angegebenen Adresse leanpub.com/ergonomie. Leanpub ist ein ganz interessanter Ansatz, denn im Leanpub-Ansatz werden Bücher schon verkauft und angeboten, während sie noch geschrieben werden. Also wenn sie noch gar nicht ganz fertig sind, kann schon jemand dieses Buch kaufen. Kann Geld dafür ausgeben. Den Preis kann man sich übrigens selbst aussuchen. Gibt einen Minimalbetrag, einen erwünschten Betrag. Ihr könnt da auch hochgehen und könnt mir auch $200 für das Buch geben, wenn ihr wollt. Wenn ihr meint, dass es so gut ist. Ich erwarte ich jetzt nicht, aber geht halt. Kann sich jeder selbst aussuchen. Naja, man kann es schon herunterladen, während es noch geschrieben wird, was jetzt bei unserem Buch ja der Fall ist. Und immer wenn es eine neue Version gibt, wird man benachrichtigt darüber, dass es eine neue Version gibt und kann sich dann auch diese neue Version hinterher runterladen. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht dazu gewinnen könnte, dieses Buch jetzt schon mal zu erwerben. Wenn wir fertig sind, werde ich es auch umbauen für Amazon und solche Dienste und dann kann man es auch da erwerben. Aber wahrscheinlich ist es ein kleines bisschen teurer. Also es könnte sich lohnen, das jetzt schon an dieser Stelle zu erwerben. Die Inhalte des Buches stelle ich aber auch im Laufe dieser Videos größtenteils vor. Also braucht keiner die Katze im Sack zu kaufen, sondern wenn ihr euch die Videos im Laufe dieses Semesters anguckt, dann werdet ihr auch wissen, was in diesem Buch drinsteht. Da steht es natürlich manchmal ein bisschen ausführlicher drin und ein bisschen prägnanter vielleicht noch formuliert, als man das manchmal so macht, wenn man so vor sich hinredet.
Dafür kriegt ihr in den Videos vielleicht mal die eine oder andere Anekdote noch dazu, die in dem Buch hier fehlen sollte. So, mehr möchte ich an dieser Stelle überhaupt gar nicht sagen. Danke schon mal fürs Zuhören und viel Spaß bei den inhaltlichen Videos, die jetzt in den nächsten Tagen auch erscheinen sollten. Oder je nachdem, wann ihr guckt, vielleicht sind sie ja auch alle schon da. Vielleicht guckt ihr das ja jetzt 10 Jahre nach der ganzen Corona-Sache und denkt, ach mein Gott, was war das damals für eine Zeit? Und ich hoffe, auch dann machen diese Videos noch Spaß und haben auch dann noch ihren Nutzen für euch. Bis zum nächsten Video.